wie sie uns bei der Rettung helfen soll. Okay, ich Wer wusste. ist die Frau in dem roten Pullover? Sadie, meine beste Freundin. Sie ist nach Südamerika gegangen. Für einen Studentenaustausch? Nein, wir haben nichts zu tauschen. Dieser ganze Materialismus ist doch überhaupt erst das, was zum Untergang geführt hat. Wir in der Zukunft brauchen das alles nicht. Wir wollen nur überleben. Oh, schon gut, schon gut. Es war ein Missverständnis. Beruhigen Sie sich. Okay, der nächste. Das ist Hardy. Er ist zur Zwiebelburg geschickt worden, um mit den dortigen Machthabern zu reden. Die liegt dann wohl irgendwo im Takatuka-Land. Ich weiß nicht. Das hieß anders, glaube ich. Okay. Ach, das ist Delvin. Der ist sowas wie ein Wunderkind. Er hat ganz allein den Pneumator repariert, bevor überhaupt jemand gemerkt hat, dass das Ding kaputt war. Delvin kommt mit allen gut aus. Er scheint Angst zu haben. Das hatten wir alle. Jeder auf seine Weise. Tadam. Sie sehen da ja nicht sehr glücklich aus. Ich bin halt nervös. Immerhin soll ich die Welt retten. Das glaubt wohl jeder irgendwann mal. Nigel ist mein Mentor. Nach dem Tod meiner Eltern hat er sich um mich gekümmert. Tut mir leid. Das wusste ich nicht. Was ist mit Ihnen passiert? Sie waren Windscouts. Sie hatten den Vertikaldruck der Toxosphäre falsch berechnet. Die Kites hielten, aber der Anker riss. Das tut mir leid. Macht nichts. Das konntest du nicht wissen. Der Mann hier mit der Glatze, der sieht wichtig aus. Das ist Quadi, unser Kommandeur. Seine Aufgabe ist es, alle in der Kolonie am Leben zu halten. Ich glaube, es war nicht leicht für ihn, uns auf so eine schwierige Mission zu schicken. Okay, so weiter. Wer ist das? Das ist Salvador. Er war auch hier in Norwegen. Du wirst ihn bestimmt bald treffen. Und er kommt auch aus der Zukunft? Ja, natürlich. Was meinst du denn, wo das Foto gemacht wurde? In einer Raumstation? Auf dem Mars? Sei nicht albern. Du wirst es schon noch verstehen. Natürlich, so haben wir jetzt alle. Ja. Nette Kostüme. Aber was soll das Ganze? Verstehst du es immer noch nicht? In unserer Zeit ist die Welt am Ende. Die Katastrophe ist schon zu weit fortgeschritten. Wir sind Zeitpiloten. Wir wurden in das Jahr 2050 geschickt, um den Klimawandel aufzuhalten. Wie bitte? Wir wollten die Fehler, die die Menschheit begangen hat, wieder gut machen. Doch wir hatten uns verrechnet. Okay, Kapitel 1. Blei. Okay, komisches Wort. Luft. Luft. Faye? Faye, lebst du noch? Oh, ich weiß nicht. Fühlt sich nicht so an. Lass die Scherze. Wir sind da. Woran erkennst du das ohne... Ah! Bringt mich zu eurem Anführer. Autsch! Verdammt! Nicht die Hülle berühren. Ja, danke. Das weiß ich jetzt auch. Sag Hallo zum Jahr 2050. Okay. Hallo 2050. Kaum vorstellbar, nicht? Wir sind wirklich in der Vergangenheit. Wow. Man kann ja den Himmel sehen. Und die Luft atmen. Igitt! Die Luft schmeckt seltsam. Bleiern. Irgendwie hatte ich mir die goldene Vorzeit anders vorgestellt. Nicht so schmutzig. Hoffentlich sind die anderen Teams nicht auch auf einer Müllkippe gelandet. Wir sollten gleich loslegen. Seit wann bist du so pflichtbewusst, Faye? Hat dich der Zeitsprung verändert? Aber du hast recht. Bau schon mal die Zeitfunkantenne auf. Ich schau mich so lange um. Nigel? Was ist denn noch? Was soll ich genau machen? Oh, die Zeit hast du bei der Einsatzbesprechung geschlagen. Die Antenne liegt im Staufach der Kapsel. Eine Anleitung sollte es da auch geben. Ich hätte damals wirklich nicht schwänzen sollen. Gibt es noch etwas, das du wissen willst?
Nichts. Ich bin gleich... Okay, wenn das Ding... Ich glaube kein einziges Wort dieser Verrücktheit. Hör mir doch erstmal zu, Bent. Absurd. Ich sollte also die Zeitfunkantenne errichten, um die anderen Teams zu kontaktieren. Okay, Zeitkapsel. Klappe. Koffer. Der Koffer mit der Zeitfunkantenne. Jetzt muss ich nur noch einen Platz finden, an dem ich sie aufbauen kann. Täterkontrolle, check. Atomofen, check. Höhlenintegrität, check. Nicht ohne Nigel. Wohin sollte ich auch springen? Von außen sieht er unbeschädigt aus. Der Ladezustand ist sehr niedrig. Ungefähr 15%. Okay. Den Svensson kann ich nicht einstecken. Er ist fest montiert, um eine ständige Energieversorgung der Zeitkapsel zu gewährleisten. Okay, Die Kontrollen sind alle im normalen Bereich. Dann würde ich sagen, Hören Sie doch auf, mich... Die Alge... Sie kann nicht nur... Es wäre möglich, die Energie einer Zelle auf die andere zu transferieren. Dennoch fehlen ca. 30% Ladung. Von außen sieht er unbestimmt. Okay. Da kommt auch schon das Gleiche. Komische Geräusche, dieses... Zeitkapseln. Was gibt's denn da? Sie strahlt immer noch Wärme aus und scheint in gutem Zustand zu sein. Mehr kann ich von hier aus nicht sagen. Ha, Klimawandel. Erklären. Das kann doch nicht. Die ganze Stadt ist zerstört. Falsches Jahr. Wir müssen uns wirklich so geirrt haben. Hoffentlich sieht es bei den anderen Teams besser aus. Falsche Zeit. Platte. Ich nehme an, dass wir hier diesen Kopf aufstellen können. Das ist der ideale Platz, um die Zeitfunkantenne aufzubauen. Okay. Das ist der Fuß. Ich glaube, man konnte den Antennenfuß irgendwie ausklappen. Nein, das passt hier nicht. Okay. Nein, das passt hier nicht. Nein, das passt. Nein, das passt. Was denn? Nein, das passt. Ah, halt's mal. Nein, das passt. Ja, Mann. T-Stück. Nein, das passt hier nicht. Nein, das passt. Da meine ich eigentlich auch. Kabel an den Fuß. Nein, das. Okay. Okay, gut. Was? Nein, das. Nein, das. Nein, das passt. Nein. Nein, das. Ah, Schalter. Wie viel Schalter drin? Es tut sich nichts. Nein, das passt. Nein, das. Ich
nehme an, die gehören alle nicht so hin. Nein, das... Gehört das zusammen? Nein, das... Gehört das zusammen? Nein. Gehört das zusammen? Warte, das ist eine Sicherung. Nein, das... Sicherung nein, das... Antenne, 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 Schalter, Antenne, Antenne. Ring. Wer Ring benutzen? Ring vielleicht da. Nein, das... Nein, das passt. OMG. Fähr ich hier raus? Man sollte sowas wie eine Bedienungsanleitung vielleicht erfinden. Es ist alles völlig zerstört und verdreckt. Hier war schon seit Jahrzehnten kein Mensch mehr. Okay, Rümpel. Achso. Ein Messer. Zeitfunkgerät. Vielleicht. Okay, das kann ja nicht so schwer sein. Machen wir es mal so. Mit Schalter Nein, verwenden. Das... Mit Schalter verwenden? Nein, das... Verdammt, mit Schalter verwenden. Nein. Mit Antenne Nein, verwenden. Das... Mit Ring Nein, verwenden. Das... Mit Funk Nein. Mit Nein. Verwenden. Nein. Das. Nein. Das. Dann kommt jetzt Kubus dran. Nein. Da... Nein. 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 Verdammt. Okay. Nein, das... Nein. Nein. Wie jetzt? Hä? Okay, ich mach erstmal da so weiter. Ich hasse es, wenn es keine Bedienungsanleitung gibt. Hinabsteigen. Sollten Sie mal eine erfinden. Kann ich denn da noch sowas machen? Nein, da geht's immer weiter. Okay, aber ich kann da lang. Wie geht es mit der Antenne voran? Okay. Nigel, ganz San Francisco ist zerstört. Ich weiß. Aber die Mission, wir können sie nicht beenden, wenn... Ich weiß. Es tut mir leid. Wir werden schon einen Weg finden. Aber dazu brauchen wir Kontakt mit den anderen Teams. Wie weit bist du mit der Antenne? Ich weiß nicht, wie die Teile zusammengehören. Auf dem Antennenkoffer sollte eine Anleitung stehen. Auf was? Bitte noch ich weiß nicht, wie die Teile zusammengehören. Auf dem Antennenkoffer sollte eine Anleitung stehen. Ich mache am besten gleich weiter. Okay. Warte mal, war da eben doch schon eine Anleitung? Hä? Ich könnte schwören, da war keine Anleitung. Trottel Power Forever. Gut, dann baue ich noch gerade die Antenne zusammen und dann kommt ein Cut. So. So. Ah. Das gehört nämlich doch dahin. Nein, das passt hier. Der wenigstens die Sicherung. Nein, das passt. Ich hasse dich. Sag doch, Mann. Nein, das. Wahrscheinlich der Empfänger, ne? Nein, das passt. Nein, das. Sicherung. Nein. Das Kabel mit Sicherung. Nein, das. Nein, das passt. Warte. So, Antenne. Nein, das. Mit T-Stück. Nein, das. Nein. Das Ding ist doch das da, ne? Der Kasten. Das T-Stück irgendwie.
Aber ich weiß, dass es Therapy gehört. Nein, nein, oh, das nein. Passt. Ich hab auch Träume. Nein. Nein. Natürlich, Mädchen. Nein. Mann, Frauen und Technik. Nein. Mann, Anleitung. Oh. Oh. Okay. So geht's natürlich auch. Ja. Man ziemlich genau, dass das Ding da drauf gehört. So. Und dann fehlt da ein Ding. Du gehörst da drauf. Nein. Du gehörst dahin, Mann. Überspringen, ich will das nicht überspringen. Vielleicht. Nein, das. Stück dahin. So. Da fehlen doch bestimmt Teile. Da sitzt noch die Antenne drauf. Da sitzt noch. Nein. Nein. Was das dahin gehört? Nein. Doch. Es tut sich nichts. Warte, so. Kann ich. Anleitung. Koffer. Mann, ich muss das tun. Nein, das. Das passt nicht. Nein. 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 Fuß. Okay. Laut Anleitung kommt jetzt dieses Ding. Nein, das passt. Nein. Nein, das passt. Verdammte Scheiße. Nein, das. Okay, Theorie. Das, das. Des, des. Wahrscheinlich kann man das irgendwie noch ausklappen. Und so, ne? Wenn man hier schön so erkennen kann, hat die perfekte Form. So, Box da, die Box da ist die Box da. Und die Kürbisse sind das. Die Kabel für da so hin. Theorie. So, da es nicht geht, überspringe ich das jetzt, weil ich keinen Bock habe, mich da noch schon. So, jetzt müssen nur noch die Kuben in die richtige. Wenn ich. So, hab ich fertig. Das gemacht? Nein, habe ich nicht. Jetzt bin ich beleidigt. Wie geht es mit der Antenne voran? Fertig. Die Antenne ist aufgebaut. So. Was jetzt?
Du musst dein Zeitfunkgerät mit der Antenne synchronisieren. Und wenn das keinen Strom hat? Hast du etwa vergessen, es aufzuladen? Nein. Das war nur eine hypothetische Frage. Ich mache... Das wollte ich... Okay, weiter geht's. So, und hier kommt ein kleiner Cut. Bis gleich.